Ja, der erste Teil des Vintage Special von Limes habe ich vor einigen Tagen gemacht. Jetzt kommt der zweite Teil mit noch weiteren 5 Uhren, die ich ebenfalls sehr interessant finde und ich freue, sie euch zeigen zu können. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Limes Vintage Special, welches ich wirklich nur deshalb produzieren konnte, weil ein Sammlerfreund mir seine Uhren zur Verfügung gestellt hat und die Firma Limes mit einem wirklich tollen Einsatz viel Zeit mir die Informationen zu den Uhren rausgesucht hat, sodass ich auch etwas dazu erzählen kann. Beiden an dieser Stelle ganz, ganz herzliches Dankeschön und jetzt geht es zu den Uhren. Die erste Uhr, die ich euch heute zeige, ist die Limes Outback Flieger Automatik Chronograph. In ihr verbaut ist ein Etavalju 7750. Das Gehäuse und das Band sind aus mattiertem Edelstahl. Verbaut ist ein Saphirglas und ein massiver Gehäuseboden. Die Krone ist verschraubt und die Uhr ist wasserdicht bis 100 Meter. Das schwarze Ziffernblatt ist natürlich sofort zu erkennen. Die Indizes und die Zeiger sind mit Leuchtmasse belegt. Es gibt eine ganz, ganz ähnliche Uhr, die ich euch als zweite Uhr zeigen werde. Und das ist im Prinzip die gleiche Uhr, allerdings mit einem anderen Gehäuse, nur bis 50 Meter wasserdicht, das gleiche Werk verbaut. Es sind Geschwister, aber aus unterschiedlichen Produktionszeiträumen. Genau herausfinden konnte ich nicht mehr, wann die Produktionszeiträume waren. Und ich finde bei diesen beiden Uhren die Unterschiede im Detail sehr interessant. Lasst euch überraschen. Hier haben wir die Limes Outback Flieger Chronograph. Wie ihr von der Seite sehen könnt, eine ziemlich dicke, ich will nicht sagen knubbelige Uhr. Die Rückseite hat einen verschraubten Stahlboden und die Gesamtuhr ist bis 100 Meter wasserdicht, wie erwähnt. Die Schließe ist einfach, aber funktional. Gestanztes Blech, ebenso die Faltbügel. Der Sicherungsbügel hält die Schließe sicher zu. Wir schauen uns die Uhr einmal von den Maßen her an. Der Durchmesser ist etwas schwierig, deshalb gehe ich über die Krone und versuche einen fairen Durchmesser zu ermitteln. Und der liegt bei ungefähr 38,5 mm. Die Lack-to-Lack Weite ist hier relativ einfach, weil es keine herausstehenden Hörner gibt. Und die Gesamtuhr hat eine Länge von 43,5 mm. Die Dicke der Uhr beträgt 14 mm. Aus der Nähe können wir sehr gut sehen, wie wunderbar das Gehäuse gearbeitet ist. Hier sieht man eine wunderbare Schräge und die Kanten sind alle sehr sauber gearbeitet. Die zweite Uhr ist ebenfalls eine Limes Outback Flieger Chronograph aus einem anderen Produktionszeitraum. Ihr könnt sehen, der Gehäuseboden ist mit einem Glas versehen und auch die Gehäuseform selber unterscheidet sich. Gleich an den Anstößen sieht man es am besten. Die Uhr ist nur bis 50 Meter wasserdicht, hat ebenfalls ein ETA 7750 verbaut, die Schließe ist identisch. Diese Uhr hat aber, anders als die erstgezeigte, nicht nur eine Datumsindikation, sondern eine Tagdatumsindikation auf dem Ziffernblatt. Auch hier versuche ich, das Gehäuse
möglichst fair zu messen. Doch hier kommen wir auf 38,5 mm im Durchmesser. Die Länge des Gehäuses auch hier relativ einfach zu ermitteln mit 43 mm. Die Dicke der Uhr auch hier sehr interessant, weil die Uhr doch sehr massiv wirkt. Die Uhr hat eine Dicke von 13,8 mm, also ein klein wenig schmaler als die erste. Schauen wir uns die Uhr im Detail an, sieht man, dass das Gehäuse doch deutlich anders gearbeitet ist, mit einem geraden Abschluss. Und auch die gesamte Erscheinung wirkt ein klein wenig sportlicher und robuster als bei der eben gezeigten. Halten wir die beiden Uhren einmal nebeneinander und schauen sie uns im direkten Vergleich an. Der größte Unterschied ist, wie gerade gezeigt, die Anstoßseite des Gehäuses, aber auch die Ausführung des Kronenschutzes bei der einen Uhr und kein Kronenschutz bei der anderen Uhr zeigt einen deutlichen Unterschied und auch der Lünettenring ist etwas unterschiedlich ausgeführt. Die Rückseiten sind auch nicht völlig identisch. Zwei unterschiedliche Uhren gleichen Namens. Die dritte Uhr, die ich euch zeige, ist eine sehr, sehr klassische Uhr. Es ist die Limes 112 Römer mit römischen Zahlen auf dem Ziffernblatt. Die Uhr ist bis 5 bar wasserdicht. Das Gehäuse ist aus poliertem Edelstahl. Oben gibt es ein entspiegeltes Saphirglas und einen Saphirglasboden. Eine sehr, sehr klassische Uhr. Wer römische Zahlen mag, wird an dieser Uhr ganz bestimmt einen Gefallen finden und sie mögen. Die Limes 112 Römer hat ein schwarz lackiertes und poliertes Ziffernblatt. Die römischen Zahlen haben der Uhr den Namen gegeben und sie wird angetrieben durch ein sehr, sehr schön dekoriertes ETA 2892. Dieses Werk wurde in 5 Lagen reguliert. 50 Meter wasserdicht, absolut ausreichend für einen Dresser, auch wenn ich persönlich immer gerne mehr mag. Die Zeiger harmonieren hervorragend mit dem Gesamterscheinungsbild des Ziffernblattes und den römischen Indizes. Schauen wir uns einmal an, wie groß die Uhr ist. Sie hat einen Durchmesser von handvermessenen 36,5 mm, hat einen Abstand Horn zu Horn von, nur die Ruhe, 44,5 mm und eine Dicke von lediglich 7,1 mm. Auf der Vorder- und auf der Rückseite ist ein Saphirglas verbaut. Ja, ich glaube, diese Uhr kann wirklich vielen eine Freude machen. Die Stege sind verschraubt. Eine wunderschöne flache Uhr mit einer sehr, sehr ansprechenden Rückseite. Die vierte Uhr ist etwas ganz Besonderes, also wirklich etwas ganz Besonderes, und hier freue ich mich sehr, dass ich diese Uhr filmen durfte. Und zwar handelt es sich um eine Uhr, zu der ich so gut wie keine Informationen bekommen habe, da es sich ganz, ganz offensichtlich nicht um ein Serienmodell handelt, sondern um eine Auftrags- und Einzelanfertigung. Das Gehäuse ist aus massivem Silber, das Ziffernblatt
hat einen Rosaton, vielleicht auch ein bisschen Bronze, Kupfer, ganz schwer zu sagen. Auf dem Video kommt es ganz gut rüber. Und Ickler war nicht in der Lage, diese Uhr wirklich genau zu beschreiben, da offensichtlich für Einzelanfertigungen und individuelle Kundenaufträge kein Buch geführt wurde, sodass diese Uhr etwas ganz Besonderes ist und ihr Geheimnis vielleicht noch eine ganze Weile behalten wird, wenn es jemals gelüftet werden wird. Tja, was sagt man zu einer Uhr, zu der man nichts sagen kann und keine Daten hat? Ihr seht, die Uhr ist aus massivem Silber. Das Silber ist auch schon leicht angelaufen, was der Uhr den etwas dunkleren Charakter gibt. Die Hörner sind sehr gerade. Das Band ist gerade in die Hörner eingepasst, sodass hier kein hässlicher Spalt entsteht. Die Rückseite ist bis auf die Tiefenangabe und den Silberstempel nicht weiter beschriftet. Und das Interessante an der Uhr ist, denke ich, die Vorderseite sowie die Geschichte. Die Zeiger sind vergoldet, das Ziffernblatt ist altrosa und die Uhr hat einen Durchmesser von 35 mm, einen Horn-zu-Horn-Abstand von knapp unter 40 mm, 39,8 mm Horn zu Horn und eine Dicke von, na, das hatten wir doch schon, die 35, eine Dicke von 8,2 mm. Wunderschön, wie die Indizes und die Zeiger das Licht reflektieren. Das mattierte, massive Silbergehäuse. Hier sehen wir die Punze. Eine schöne und im wahrsten Sinne des Wortes einzigartige Uhr. Die letzte Uhr in diesem Special ist eine Uhr, die ich selber erworben habe als gebrauchte Uhr. Und zwar handelt es sich um die Limes Cartouche. Die Uhr wurde zum ersten Mal gekauft am 4. Oktober 2002. Da ich die Papiere habe, kann ich hier also tatsächlich etwas genaueres darüber sagen. Eine wunderschöne Uhr, verbaut ist ein ETA 2824. Die Uhr ist in einem sehr, sehr guten Zustand und eine wunderschöne Dressuhr. Mir gefällt das Ziffernblatt sehr gut, aber schaut sie euch im Detail an. Ja, so kann das kommen. Angefixt durch die Videos zu den Vintage-Uhren aus dem Hause Ickler, der Marken Limes und Archimede, habe ich so viel Freude daran gefunden, dass ich auf die Jagd gegangen bin und diese Uhr tatsächlich gefunden habe. Die Stege sind zweiseitig verschraubt. Die Rückseite ist hochglanzpoliert, das Werk ist nicht dekoriert. Die Krone ist sehr griffig und gut zu bedienen. Der Boden ist mit 6 Schrauben verschraubt. Die Flanken sind mattiert und der Lünetten-Toppring weist eine Kannelierung auf und das Ziffernblatt ist wunderbar gearbeitet. Die Uhr hat einen Durchmesser von 37,5 38 mm, wunderschöne Größe für Hemd und Anzug, hat eine Dicke von 9,5 mm und einen Abstand Horn zu Horn von 46,5 mm. Die Bandanstoßbreite beträgt exakt 20 mm. Eine wunderschöne Uhr.
sauber gearbeitet. Und es macht mir wirklich Vergnügen, sie anzuschauen. Ja, vielen Dank, dass ihr euch den zweiten Teil meines Vintage Specials angeschaut habt. Wenn euch solche Videos gefallen, lasst gerne ein Abo da, einen Kommentar, empfehlt meinen Kanal weiter und freut euch auf die anderen Videos, die in Zukunft noch kommen werden. Bis dahin, tschüss, euer Axel.